ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله geht es jetzt weiter mit der Zusammenfassung des Buches At-Takfir wa Rawabithuh, also von dem Verfasser Ibrahim al-Rahili. Und wir sind stehen geblieben bei der Seite 4, die Urteilung des Ungläubigen. Wer wird es schon heute lesen? Die Urteilung des Unglaubens. Die Unterteilung des Unglaubens. Ja. Und hier der Verfasser, was hat er gemacht? Er hat von allen Sichten, wie man den Kufr unterteilen kann, sozusagen unterteilt. Also hinsichtlich des Urteils hat er die den Kufr in zwei Urteile, sozusagen in zwei Teile geteilt. Hinsichtlich der Anlass für Kufr hat er dann wieder eine Unterteilung gemacht. Also das heißt, der Verfasser macht Unterteilung von verschiedenen Sichten, wie man jetzt den Kufr betrachtet. Und fangen wir jetzt mit der ersten Unterteilung an, und zwar nach dem Nach dem Urteil unterteilt sich der Unglaube in zwei Kategorien. Das heißt, der Kufr, Urteil von Kufr. Also wenn ich jetzt den Kufr als Urteil betrachte, was ist der Urteil von Kufr? Dann habe ich eine Unterteilung in zwei Kategorien. Ja. Großer Unglaube steht im Widerspruch zum ursprünglichen Iman und schließt eine Person vom Islam aus. Dieser landet somit in der Akhira für Ewigkeiten in der Hölle. Genau. Das ist sozusagen der große Kufr. Das, was einen aus dem Islam ausschließt. Weil hier ist die Betrachtung des, der Unterteilung über den Urteil. Was ist der Urteil von einem, der Kufr macht? Dann fragt man, es gibt große Kufr, der Urteil von ihm ist, dass der aus dem Islam ausgeschlossen ist. Dann gibt es einen zweiten. Kleiner Unglaube steht im Widerspruch zur Vollkommenheit des Imans und schließt die Person nicht vom Islam aus. Die Person wird nicht für Ewigkeiten im Höllenfeuer verbleiben. Genauso wie wir das gestern besprochen haben, es gibt etwas, was dem Iman ganz widerspricht. Wenn ich den Grund des Imans sozusagen im Widerspruch habe, dann ist der ganze Iman weg. Aber es gibt etwas, was dem Grund von Iman nicht widerspricht, sondern die Vollkommenheit des Imans widerspricht. Dann ist zwar der Iman weniger, ist der Iman nicht vollständig, aber damit ist er auch nicht ganz aus dem Islam raus. Und das ist der kleine Kufr. Das ist der Urteil vom kleinen Kufr. Das heißt, der Kufr unterteilt sich in große Kufr, kleine Kufr. Der Urteil vom großen Kufr ist, dass er nicht, dass er aus dem Islam ausschließt, und der kleine Kufr, der schließt einen nicht aus dem Islam aus. Das ist eine Unterteilung. Jetzt gibt es eine andere Unterteilung für die Arten von Kufr. Was gibt es für Arten von Kufr? Also was gibt es von Anlass? Warum und wie entsteht ein Kufr? Was ist Anlass für Kufr? Das ist jetzt eine zweite Unterteilung. Ja. Nach der Ursache von Kufr unterscheidet man sechs Arten. Kufr durch Verleumdung. Schreibt sieben Arten. Also der Verfasser hat sechs Arten. Der Sheikh Ahmad Salam, also Sheikh Abu Suhaib, hat noch eine dazu gebracht. Dann haben wir insgesamt sieben Arten. Diese Person erkennt das Existenzrecht Gottes nicht an. Schreibt die erste, wir lernen inshallah auch die arabischen Begriffe, die erste Kufr-Art, also die Arten von Kufr. Erste Art, Kufr al-Takdib. Oder einige haben das
als Al-Inkar genannt, Kufr, Al-Takdhib. Andere haben Inkar und andere haben Jahil. Alles eine Alles hat eine Bedeutung. Alles hat eine Bedeutung. Also der Kufr al-Takdib oder Kufr al-Jahl oder Kufr al-Inkar. Jetzt erklärt er das, was das an sich hat, also wie das passiert. Das ist diese Person, erkennt das Existenz Gottes nicht. Also, dass er keine Kenntnis über Allah SWT hat. Weiter. Diese Person erkennt das Existenz des Gottes nicht an. Diese Verleugnung hat als Ursprungsort das Herz, welches seinen Schöpfer nicht kennenlernt und hat und seine Gesandten nicht als wahrhaftig ansieht. Die Gelehrten sagen über diese Art des Unglaubens, dass dieser Kufr durch Unwissenheit verursacht worden ist und eine Verabscheuung im Herzen hervorruft und eine Verleugnung mit der Zunge nach außen führt. Also, der keine Kenntnis über Allah hat und will nicht kennen, will aber nicht anerkennen, dann hat er sozusagen durch die Unwissenheit an Allah SWT und durch die Nichterkenntnis, durch Nichterkennung von Allah SWT, gibt es diese Takdhib, diese Verleugnung. Da sagen die Gelehrten über diese, warum es jetzt verschiedene Namen hat, warum es Takdhib einmal genannt wird oder Inkar einmal genannt wird oder Jahil. Jahil ist ja Unwissenheit. Und Inkar ist das, was dein Herz sozusagen nicht für wahr hält oder verleugnet. Ein verleugnetes Herzes. Und Takdhib ist durch die Zunge. Ja? Aber all das ist eine Bedeutung. Aber wer das jetzt auf das Herz sozusagen betrachtet hat, dann hat er gesagt, das ist eine Kufr von Inkar, weil er verleugnet. Wer das mit der Zunge betrachtet hat, weil er verleugnet dann mit der Zunge, er spricht das für nicht wahr, glaubt nicht an den Propheten, glaubt nicht an Allah SWT, dann hat er das als Takdhib, weil er das mit der Zunge dann äußert, dass er nicht glaubt. Und wer das auf sozusagen den Zustand des derjenigen, der sozusagen, was der Anlass ist, dass er verleugnet, dann hat er das auf die Unwissenheit zurückgebracht. Und all das ist eine Art von Kufr und das findet statt, hat stattgefunden bei den Quraishiten und gibt es immer noch Leute, die sozusagen Allah SWT verleugnen und den Propheten verleugnen. Und heutzutage gibt es auch, was noch sehr, sehr viel schlimmer ist, die sozusagen Atheisten, die an gar keine Macht oder an gar keinen Gott überhaupt glauben und sozusagen noch schlimmer als die Quraishiten, die sich nicht Allah SWT als einzige Anbeter nehmen wollten. Ja. Die Gelehrten sagen über diese Art des Unglaubens, dass diese Kufr durch Unwissenheit verursacht worden ist und eine Verabscheuung im Herzen hervorruft und eine Verleugnung mit der Zunge nach außen führt. Genau. Zweitens, Kufr durch Verleugnung. Diese Person kennt zwar Allah mit dem Herzen, gibt es aber mit der Zunge nicht zu, wie der Kufr vom Pharao und seine Gefolgschaft. Also hier ist jetzt wieder mal ein Unterschied zwischen dem einen und dem zweiten. Das eine vom Herzen her leugnet und erkennt nicht Allah, weil er gar keine Kenntnis darüber hat und weil er das Kennenlernen nicht stattfindet mit seinem Herzen. Hier aber hat er gewusst, hier lernt er, hat er Allah SWT kennengelernt, weiß er über die Wahrheit Bescheid, aber trotzdem mit der Zunge verleugnet er. Mit der Zunge verleugnet. Das nennt man, die zweite Art nennt man Kufr al-Juhud. Und al-Juhud, wie Allah SWT das im Koran erklärt hat, er weiß über die Wahrheit, aber will das nicht zugeben. Das ist Kufr al-Juhud. Will das nicht zugeben. Und als Beispiel dafür war Pharao.
Also ich bin jetzt in der Moschee. Nur, wir brauchen den Schlüssel. Ah, okay. Ah, okay, sehr gut. Sehr gut. Wir können noch morgen machen. Wir können noch morgen machen. Ja. Ja, ja. Ich kann anrufen und dann geht es das so. Also der zweite Kufur nennt man Kufur al-Juhud. Und das hat als Beispiel bei Pharaon stattgefunden. Pharaon, der hat die Zeichen von Musa erkannt. Und sowas kann man nicht äußerlich urteilen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat verkündet, was in seinem Herzen war. Ja? Und der Beweis vom Koran hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, also für den Juhud, ne? وَجَحَدُوا بِهَا. Das steht, glaube ich, gleich, wie ist der Beispiel übersetzt? وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا. Das ist der Beweis dafür hier. Sehr viele Beweise. Kazzabat qawm Nuhin al-Mursalin oder wa in yukadibuka faqad kuzzibat rusulun qablik. Sehr viele über Kufr al-Takdib. Also, aber وَجَحَدُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Hier ist ein Beweis vom Koran, dass diese Art von Kufr, der Juhud, ist lustig. Unterbrechen, Entschuldigung. Wir müssen das Mikrofon tauschen. Das geht jetzt in der Apparatur. TÜV. وَجَحَدُوا بِهَا. Sie verleugnen sie, also die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Und in ihrem innerlichen, in ihrem Innern haben sie das, haben sie Gewissheit darüber gehabt. Und die Gewissheit ist die höchste Stufe von Wissen. Das heißt, sie wussten ganz genau vom Herzen über die Wahrheit von diesen Zeichen und über die Wahrheit von Musa a.s. Das ist jetzt die Sprache ist vom Volk von Pharaon und seinem Volk. Wulman wa'luwa, aus Ungerechtigkeit und aus Hochmut. Ja? Das heißt, Al-Juhud ist, ich verleugne das mit der Zunge, aber ich weiß ganz genau im Herzen, dass das die Wahrheit ist. Okay? Genauso wie auch im Arabischen jetzt, abgesehen von dem Kufr, das ist jetzt, was die Religion angeht. Auch im Verhalten von Mensch zu Mensch, du hast zum Beispiel bei einem Menschen Schuld, der schuldet dir 500 Euro als Beispiel. Dann sagst du, gehst du zu ihm, sagst du, wo sind meine 500 Euro? Dann sagt er dir, welche 500 Euro? Der weiß darüber Bescheid, aber verleugnet mit der Zunge. Das ist nur zum Verstehen, was Juhud bedeutet. Und wenn das jetzt über religiöse Verständnis übertragen ist, also nach Religion, wenn man den Propheten oder die Wahrheit, die Botschaft erkannt hat, die Wahrheit erkannt hat, und mit der Zunge trotzdem noch verleugnet, dann ist das eine Art von Kufr. Eine andere Art als diese Kufr von der Dib ist Kufr von Juhud. Mit dem Herzen weiß er, aber mit der Zunge verleugnet er trotzdem.
Das ist die zweite Art. Bitte schön. Und sie verleugneten sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit. Das ist jetzt die Übersetzung von diesem Vers. Drittens, Kufr durch Trotz und Tobung. Diese Person erkennt zwar Allah mit dem Herzen und gibt dieses auch mit der Zunge zu, nimmt aber trotzdem den Glauben nicht an, wie der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Abu Talib. Das nennt man Kufr, Al-Inad, Wal-Istikbar. Der Beweis aus dem Koran, wir brauchen ja für jedes Kufr einen Beweis. Das ist genauso wie der Kufr von Abu Talib und auch genauso wie der Kufr von Iblis. Allah sagt über Iblis, illa Iblisa. Aber was ist das? Dann sagt Allah SWT, wa kana min al-kafirin. Das heißt, durch diese Art von Kufr wurde er zum Kafir. Dein Buch? Das habe ich nicht. Ist das nicht ein? Ja? Illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Das ist der Kufr von al-Inad wal-Istikbar. Wie ist die Form von Kufr al-Inad wal-Istikbar? Im Gegensatz zu diesem Punkt und diesem Punkt, er verleugnet nicht mit der Zunge, er verleugnet nicht oder er hat gar nicht sozusagen, er hat Wissen über Allah, Erkenntnis über Allah. Ja? Und das hat ja bei Iblis stattgefunden. Ja? Aber er hat sich nicht ergeben. Also weiß die Wahrheit und sagt nicht, Allah, du bist Lügner oder Prophet, ich glaube dir nicht, du bist Lügner. Das hat bei Abu Talib stattgefunden. Er wusste, dass der Prophet kein Lügner ist und hat sich auch nicht geäußert, dass er ein Lügner ist. Aber er hat ihn nicht gefolgt. Er hat ihn nicht gefolgt. Er hat sich nicht der Religion unterworfen. Er hat sich Allah von allen nicht unterworfen. Und das kann aus Trotz Reaktion, also dass man für was anders sozusagen vorzieht, als die Religion zu unterwerfen. Das war zum Beispiel bei Abu Talib. Er wollte durch Quraysh nicht sozusagen also seine Position verlieren oder seinen Ruf verlieren. Dann hat er das sein gelassen, dem Propheten zu folgen, damit er sozusagen unter den Qurayshiten nicht sein Ansehen verliert. Das ist sozusagen ein Trotz, Kufr des Trotzes. Oder es ist Istikbar, wie sozusagen Iblis. Iblis, Allah SWT hat ihm Befehl gegeben, dann hat er sich gegenüber Allah SWT hochmutig verhalten, weil er hatte Hochmut gegenüber Adam, dass er dieses Befehl ausführt. Und dann ist diese Kufr von Istikbar passiert. Und das ist beides. Er hat meinen Kufr in der Nadel sichtbar. Das ist die dritte Art, genau. Weiter. Kufr der Heuchelei. Diese Person bezeugt mit der Zunge die Wahrheit, obwohl dies seinem Herzen widerspricht. Die Heuchler sind aber in zwei Arten zu unterscheiden. A. Große Heuchelei. Die Person zeigt nach außen hin sich als gläubig, obwohl sie im Herzen den Unglauben besitzt. Dieses nennt man auch die Heuchelei der Überzeugung. Diese Person ist aus dem Islam ausgeschlossen. Kleine Heuchelei, diese betrifft die Taten der Person, wie zum Beispiel das Lügen, das Nichtinhalten von Versprechen und so weiter. Dies bezeichnet man als Heuchelei der Taten und die Person wird nicht vom Islam ausgeschlossen. Was ist der Beweis für die Heuchelei, dass es eine Kufr-Art ist? Und was man dann sagt, also viertens, nennt man Kufr von Kufr, das ist eine Art von Kufr, die unterscheidet sich auch von den anderen. Ja, An-Nifaq. Der Beweis aus dem Koran, was man da sagt, وَمِنَ النَّاسِ, also das Erklärung vom Koran, wie der Kufr von Nifaq ist,
ومن الناس من يقول أوصال von der Zunge أن يقول آمنا بالله شريف muss weiterhelfen وماهم باليوم نعم وباليوم اليوم الآخر وما هم بمؤمنين genau das Allah سبحانه وتعالى das Allah سبحانه وتعالى urteilt über was er weiß was in ihren Herzen ist sie glauben nicht von ihren Herzen aber sie sagen mit der Zunge das ist der Kufr Nifaq ja طيب was sozusagen urteil von dem إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار Also das ist der große Kufr. Aber wie gesagt, der Verfasser hat auch, genauso wie wir gestern den Kufr in zwei Teilen geteilt haben, da gibt es große Kufr, kleine Kufr, gibt es große Kufr und kleine Kufr, gibt es große Fisser, kleines Fisser. Hier weist er darauf hin, dass es auch eine große Nifaq und kleine Nifaq gibt. Also große Nifaq ist das, was Allah SWT die Heuchler im Koran bezeichnet hat. Und das war, dass sie äußerlich sich ausgeben als Muslime und Gläubige und von innen überhaupt nicht glauben, sondern den Kufr in ihren Herzen haben. Das wäre die große Nifaq. Der kleine Nifaq oder der Kufr al-Amali, wir unterscheiden den Kufr al-Nifaq in Kufr Amali. Oder fangen wir mit dem großen an. Kufr al-Tiqadi. Qadi. Das heißt? Nifaq al-Tiqadi. Nifaq al-Tiqadi. Nein. Ja, die Farbe ist vorbei. Das heißt, seine Nifaq, seine Heuchlerei ist aus Überzeugung. Er ist überzeugt davon, dass er Kafir ist. Er ist überzeugt, dass er nicht glaubt, aber gibt sich wie Gläubiger. Das ist die Heuchlerei. Und Heuchlerei kann man im Großen so erklären, dass das Äußerliche nicht mit dem Innerlichen übereinstimmt. Das ist eine Heuchlerei. Ja. Dann gibt es Nifaq Amali. Kann ich die wegbeziehen? Welchen die anderen? Ja. Dann gibt es Nifaq Amali. Was ist Nifaq Amali? Das ist nicht aus Überzeugung. Aber trotzdem findest du, das Innerliche übereinstimmt nicht mit den Äußerlichen. Wie der Prophet aus seinen Beispielen gemacht hat. Wer lügt? Das Lügen ist, du sagst was mit der Zunge, aber übereinstimmt nicht mit der Wahrheit. Du weißt, die Wahrheit ist anders und dann redest du mit der Zunge. Hier ist es eine Heuchlerei von Tat, weil die Heuchler haben die Eigenschaft, dass sie lügen. Deswegen sie gegen sich als Muslime aus, aber in Wirklichkeit sind sie von das Gegenteil überzeugt. Wenn man dieses Lügen macht, dann macht man eine Tat, die ähnlich ist wie eigentlich die Überzeugung und das Verhalten von dem Heuchler. Deswegen hat der Prophet Muhammad das Lügen, was eigentlich Sünde ist bei Muslimen, als eine Tat von Heuchlerei bezeichnet und das ist eigentlich eine Sünde. Und deswegen wäre das hier Nifaq al-Amal, das heißt Nifaq, was durch Taten und das durch Praxis sozusagen ausgeübt wird. Und das ist der Heuchlerei durch Tat. Fünftens, Kufr durch Abwendung. Diese Person wendet sich mit seinem Gehör und seinem Herz von der Botschaft des Gesandten ab. Er bezichtigt also den Gesandten weder der Lüge noch der Wahrheit, er nimmt ihn weder als Freund noch als Feind an und hört sich die Botschaft gar nicht erst an. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber diejenigen, die ungläubig sind, wenden sich von dem ab, wovor sie gewarnt werden. Also das ist der Beweis dafür, dass der Kufr, al-Iraad,
nennt man das eine Art von Kufr ist. Was ist das? Eine Abwendung? Kann man nicht wissen. Wegwischen? Kann ich wegwischen? Recht. Recht? Fünftens, Kufr, Al-I'rad. Kufr, Al-I'rad, Al-I'rad. Das ist eine Abwendung. Wie sieht diese Abwendung aus? Er wendet sich ab von der Religion. Er wendet sich ab von der Religion, von der Wahrheit. Er sieht die Botschaft und sieht die Wahrheit, wendet sich ab, will sie gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, ob der Lügner ist oder die Wahrheit erzählt. Dieses Verhalten ist eine Art von Kufr, wenn er die Möglichkeit hat, die Wahrheit zu erkennen und wendet sich davon ab. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala das als eine Art von Kufr bezeichnet, sagt Allah SWT, وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Wie ist ihre Art von Kufr? Sagt, عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Ja, das hat er eben jetzt die Übersetzung gerade gelesen. Aber diejenigen, die ungläubig sind, wenden sich von dem ab, wovor sie gewarnt werden. Das ist eine fünfte Art. Die nächste. Kufr durch Zweifel, Unsicherheit. Diese Person hat nicht die feste Überzeugung an der Wahrheit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Vielmehr zweifelt er noch in seiner Sache und dieser Kufr sollte nicht dauerhaft bleiben, wenn er aufrichtig nach der Beweisführung der Wahrhaftigkeit des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, sucht. Der Zweifel betrifft nicht unbedingt das Fundament der Botschaft, sondern alle Teile der Verpflichtung des Glaubens. Mhm. Kufr al-Shak, das ist die sechste. Kufr al-Shak, die Zweifel, ja, die einen Menschen bekommt. Die Zweifel an Grund der Botschaft, das ist eigentlich leicht zu lösen für denjenigen, der ehrlich ist. Ein ehrlicher Mann kann auch Zweifel haben, bevor er die Beweise hat, die ihn davon überzeugen. Deswegen hat Allah SWT die Propheten geschickt, mit was? Mit Wunder, wo man alle Zweifel wegmacht. Ja? Die Wunder der Propheten machen ja alle Zweifel weg. Das heißt, wenn jemand in der Anfangsphase einen Zweifel hat, diese Zweifel ist auch wegzumachen durch die Wahrheit, durch die Zeichen, durch die Beweise, wenn er dazu sozusagen was arbeitet oder wenn er diese Zweifel von sich wegmachen will. Und dann ist das eine sozusagen Kufr, der eigentlich nicht dauerhaft bleiben könnte. Weil jemand, der Zweifel hat, der arbeitet daran, dass er seinen Zweifel wegmacht. Aber jetzt kommt sein Verhalten. Dieses Kufr von Zweifel kann auch zu einer anderen Art von Kufr übergehen, wenn er sich abwendet. Also, derjenige, der Zweifel hat, entweder jetzt hat er die Möglichkeit, seinen Zweifel wegzumachen, dann weiß er, das ist die Wahrheit, oder er wendet sich ab. Dann haben wir wieder dieses Abwenden von der Wahrheit und immer in Zweifel bleiben. Was aber auch gefährlich sein könnte, ist, dass er nicht an den Propheten zweifelt oder so weiter, sondern an etwas von Religion zweifelt. Das wäre ja auch ein Kufr, an etwas von einem Vers oder von einem Hukum oder dass er das anzweifelt, das ist sozusagen auch eine Kufr-Art, die der Mensch eigentlich sozusagen niemals bekommen dürfte, weil wer an Allah SWT glaubt und einen sicheren Glaube an Allah SWT hat, der hat dann den sicheren Glaube an seinen Prophet. Und wer den sicheren Glaube an seinen Prophet hat, der hat auch den sicheren Glaube an alles, was vom Prophet kommt. Und deswegen an alles, was vom Prophet kommt, dürfte man nicht zweifeln, sonst kommt man in diesen Art von Kufr-Kufr-Shirk. Bitte. Sheikh Abu Shaheb fügte noch hinzu, Kufr durch Verspottung.
Allah sagt, und wenn du sie fragst, so werden sie gewiss sagen, wir plauderten und scherzten. Sprich, galt euer Spott etwa Allahs Zeichen und seinen Gesandten? Versucht euch nicht zu entschuldigen, ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt habt. Ja, also der Verfasser hat diese Art von Kufr nicht reingebracht. Kufr al-Istihza', aber als wir dieses Buch mit dem Sheikh Al-Sulaym gelernt haben, da hat er uns auch zugefügt, das ist auch eine Art von Kufr, der einen Beweis vom Koran hat. Kufr al-Istihza', wie versprochen. Von Verspottung. Jetzt ist das eine andere Betrachtungswinkel, weil der Verfasser will uns erklären, der Kufr ist zu unterteilen. Und dann hat er von einem Betrachtungswinkel den unterteilt nach Urteil. Hier hat er jetzt unterteilt nach Arten. Es gibt Arten von Kufr. Es kommt noch weitere Unterteilungen vom Kufr von einer anderen Sicht wiederum. Bitte schön. Nach den Körpergliedern, die es ausüben. Kufr mit dem Herzen, dies betrifft alle falschen Überzeugungen, die man mit dem Herzen verinnerlicht, wie zum Beispiel Leugnungen, Zweifel an die Botschaft und so weiter. Kufr mit der Zunge, wie zum Beispiel das Beschimpfen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam oder das Behaupten des Prophetentums. Kufr mit den restlichen Gliedern. Dies entsteht durch das Begehen der Taten, die mit Kufr in Verbindung stehen. Diese Art von Kufr unterteilt sich in zwei Kategorien. A. Kufr, das vom Islam ausschließt, wie zum Beispiel Niederwerfung zu einem Götzen, Misshandeln vom Koran oder Töten des Propheten. Kufr. Hier, sorry. Kufr mit den restlichen Gliedern. Schreibt man hier Kufr durch Tat. Ja, also wir haben Herz, Zunge und Tat. Und deswegen hier fertig? Ja. Jetzt ist nicht mehr die Rede von Arten von Kufr, sondern Ausübung durch Ertifat, Faul, Amen. Also, der erste Kufr mit dem Herzen, also durch die Überzeugung. Ja? Wenn er überzeugt ist, dass man Allah beigesellen darf. Diese Überzeugung ist eine Überzeugung von Kufr, die hat jetzt im Herzen stattgefunden, durch seine Überzeugung. Der Kufr kann durch die Zunge betätigt werden, wenn er Allah SWT beschimpft oder seine Religion beschimpft. Da ist es eine Kufr, die ausgeübt wird von der Zunge. Und es gibt den Kufr, der ausgeübt wird von der Handlung, von der Tat. Wie zum Beispiel, wenn jemand einen Propheten tötet. Es hat ja stattgefunden bei Söhnen Israels, die haben Propheten getötet. Das Töten von einem Propheten ist ja eine Handlung, was zu Kufr gehört. Hier wird er jetzt auch einen Kommentar geben bei Kufr, ein Amal. Bitte schön. Eine Frage nochmal ganz kurz, der 7, das war auch großer Kufr. 7 Arten von den Kufr, die groß, okay. Kufr, ja, zu groß Kufr gehören. Ja. Hinweis, es ist bekannt, dass man... Hat er die Unterteilung gemacht? Diese Art von Kufr unterteilt sich in zwei Kategorien. Also diese Art, die Kufr, die durch die Handlung passiert, unterteilt sich wiederum in zwei Kategorien. Groß und klein.
Hinweis, es ist bekannt, dass man zu den Kufr mit den restlichen Gliedern als kleinen Kufr bezeichnet und den Kufr mit dem Herzen als großen Kufr. Dies stellt eine Problematik zu der oben genannten Unterteilung dar, denn dort wird gesagt, dass manche Taten zum Kufr gehören. Stopp. Also, bei den Aqidah-Büchern und bei den Gelehrten, wenn sie sprechen, wie zum Beispiel Imam Ibn Qayyim, wenn er über Kufr redet, dann redet er, merkst du, er unterscheidet Kufr al-Tiqadi, Kufr Amali. Kufr Amali. Das heißt, wenn er über den Kufr von Amal spricht, meistens wird damit immer den Kleinen gemeint. Ist immer der Kleine gemeint. Ja? Und aber, wir haben jetzt eine Art, also einige Beispiele, wo das niemals eine kleine Kufr sein kann, wer jetzt einen Propheten tötet. Das ist eine Handlung an sich und das ist niemals eine Kufr, sozusagen kleine Kufr, das ist eine große Kufr. Wie soll man das vereinbaren, dass der Kufr al-Amali in Wirklichkeit immer nur der kleine Kufr ist, ja, und das ist eine Regel bei unter den Gelehrten, der Kufr al-Amali ist der kleine Kufr, aber wie soll ich das vereinbaren mit Töten von Prophet oder Schmeißen von Mushaf, das ist ja auch wiederum eine Tat. Ist ja nicht eine Aussage, ist ja nicht eine Artikel, sondern eine Tat. Ja? Wie soll ich das vereinbaren, dass von den Taten, dass es Handlungen gibt, die zum großen Kufr gehören, obwohl wir immer den Kufr al-Amali als den kleinen Kufr betrachten. Diese hat al-Hafiz al-Hakami, von dem wir das Buch gelernt haben, die letzten sozusagen, Unterrichte, da hat er das auch ausführlich erklärt. Ja. Hat sich das gelöst? Wen an eine Person ist gegangen, ich weiß nicht, wie das mit anderen ist, aber eine Person, die mit mir war, ist weg. Da waren aber noch einige, die ich mitbekommen habe. Okay. Also es gibt Alternativen, die können hier rein und der Bruder ist jetzt unterwegs. Ich kann jetzt nicht, die Person, die mit mir ist, ich weiß nicht, okay. Ob jemand Familie hat noch hier. Du hast Familie. Also die ist weg. Achso, krass. Also gibt es bei dieser Amel gibt es kleine und große Kufr. Genau, aber die Grundregel ist, ein Kufr al-Amali ist immer der kleine Kufr. Kufr al-Amali ist immer der kleine Kufr. Aber es gibt Handlungen, die gehören zum großen Kufr. Aus welchem Grund gehören die zum großen Kufr? Das erklärt jetzt Hafiz Hakami, wenn du das inshallah seine Aussage zitierst. Diese Problematik wird von Sheikh Hafiz al-Hakami geklärt, indem er sagt, wisse, dass diese vier Niederwürfen zu den Götzen misshandeln des Korans. Dass diese vier, jetzt gibt ein Beispiel, der Hafiz al-Hakami gibt Beispiel für diese Arten von großen Kufr, Niederwerfung zu den Götzen. Das ist eine Handlung. Ja, weiter. Misshandeln des Korans, Beschimpfen des Propheten und Verspottung über den Unglauben, über den Glauben. Und dessen Gleichen werden nur als Kufr mit den Gliedern betrachtet, weil sie von außen mit den Gliedern getätigt werden. Stimmt. Das heißt, bei diesen vier Arten, also das Niederwerfen zu einem Götzen, das ist eine Handlung. Ja? Aber für uns ist es nur eine Handlung, als eine Handlung zu betrachten, aber in Wirklichkeit steckt was anderes dahinter. Also das kommt ja nicht unverbunden von dem Herzen. Es kommt jetzt nicht eine Niederwerfung, ohne irgendwas im Herzen stattzufinden. Ja? Es kommt nicht ein Töten vom Prophet, ohne irgendwas im Herzen stattzufinden. Aus dem Grund, weil es äußerlich als Tat zu sehen ist, aber das ist nicht zu trennen von das Innerliche. Worauf der Kufr basiert, ist das der Innerliche, was in seiner Überzeugung, in seiner Artikel ist, weil wir haben ja gestern den Iman, nochmal eine Erinnerung, eine Unterteilung von Iman. Iman. Hat Grund und hat Pflicht und hat Ergänzung. Ja? Oder Zusatz. Wir waren uns eigentlich gestern
Wenn der Grund von Iman weg ist, ist der Iman weg. Okay? طيب. Hier will Sheikh Hafez al-Hakami erklären, wie passiert das, dass wenn jemand tötet, ein Prophet oder ein Koran in den Müll schmeißt, wie geht der Grund von Iman weg, wo wir uns doch gestern einig waren, der Grund von Iman ist verlassen von Shahada, also Bezeugung, verlassen. Oder Bestätigung des Herzens. Oder Tat des Herzens. Okay? Das heißt, ich gehe immer davon aus, der Iman ist weg, wenn der Grund von Iman weg ist. Der ganze Iman ist zunichte, wenn der Grund von Iman zunichte ist. Der Kufr an sich, wenn jemand eine falsche Erzählung hat, dann sind wir uns direkt, ist es sichtbar, dass das die Bestätigung des Herzens verneint. Und somit ist auch Grund von Iman weg. Wenn jemand Allah beschimpft, wenn jemand den Kufr ausspricht, dann ist das ja auch verbunden mit dem Grund des Imans, das ist der Grund von Iman weg. Jetzt wollen wir das mal übertragen auf den Amal. Welche Arten von Amal es gibt, die auch den Grund von Iman wegmachen, das müssen Amal sein, das müssen Taten und Handlungen sein, die nicht zu trennen sind vom Herzen, dass das den Grund des Imans wegmacht. Ja? Und das sagt jetzt Hafez al-Hakami, nur hier die Übersetzung war nicht so gut, wir haben vielleicht das Buch, da kann man inshallah direkt von da zitieren. Wenn jemand sich zum Beispiel über die Kleidung, eigentlich ist es ein Bruder, der macht sich über die Kleidung von einer Schwester oder von einem Bruder lustig, ja. Ist das, gehört das auch zu großen Gruppe? Das ist zu unterscheiden. Es gibt Spottungen, die beziehen sich nicht auf die Religion. Hast du auch gemacht? Ja. Es gibt Spottungen, die beziehen sich nicht auf die Religion, sondern auf das Aussehen. Wie zum Beispiel, du bist ein Blonder, ich mache mich über deine Haarfarbe und so weiter lustig. Und ich meine damit, dich sozusagen zu beleidigen, nicht über dich lustig zu machen. Und es gibt Spottungen, die geht über die Rituale oder die Religion von Allah oder die Gesetze von Allah SWT. Diese Spottung geht in Richtung Kufr. Diese Spottung geht in Richtung Brüderlichkeit, was nicht sein darf. Also, dass man nicht über den Bruder redet oder lästert oder Riba macht und genauso nicht über ihn sich lustig machen. Und die meisten Menschen meinen das sozusagen, dass man sich über ihn lustig macht, über sein Aussehen lustig macht oder über sein Verhalten lustig macht. Und sozusagen, es wäre gefährlicher und es wäre sozusagen in Richtung Kufr, wenn er sich über die Religion von Allah macht. Aber wenn du den so siehst, der betet und der hat einen Respekt für Allah und macht sich lustig über die Menschen, dann ist es meistens über sozusagen diese falsche Erziehung, die wir haben, dass man sozusagen sich über den anderen lustig macht für sein Aussehen oder jede Änderung. Du siehst zum Beispiel jetzt, einer hat sozusagen früher keinen Bart gehabt, hat jetzt einfach mal einen Bart. Dann kommt bei jeder Änderung immer so dieses Lustigmachen über sein Aussehen und sein Verhalten und so weiter. Ja? Aber trotzdem wäre zu ermahnen. Weil der Shaitan kann dich in den Herzen schleichen und kann dann auch in ihn sozusagen das aufwecken, dass er sich vielleicht über die Religion dann wagt, lustig zu machen. Oder der Shaitan leitet einen immer, einen nächsten Schritt zu machen. Deswegen ist immer zu ermahnen, dass man sowas nicht macht. Von der Stelle von Hafez al-Hakami nehmen wir das, was er gesagt hat. Diktiere das, lies das langsam, diktiere das
Damit die das auch aufschreiben, weil die Übersetzung ist nicht so gelungen. Ich habe das gestern überprüft. Die Übersetzung war nicht so gut gelungen. Wisse, dass vier Taten, dass diese vier Taten und ähnliche nicht zum Kufr al-Amali gehören, Komma, denn sie wurden mit den Körperorganen durchgeführt, Komma, aber mit absoluter Abwesenheit der Taten des Herzens, Komma. Genau, also hier meinte das, also die äußerlich für denjenigen, der das betrachtet, er sieht eine Handlung, aber die kann nicht stattfinden, so eine Handlung kann nicht stattfinden, ohne dass der Grund von Iman weggeht. Das heißt, diese Tat ist verbunden, sozusagen untrennbar verbunden mit der Überzeugung oder die Tat des Herzens. Die Überzeugung oder die Tat des Herzens. Denn die Tat des Herzens ist, als Beispiel jetzt, Töten vom Prophet, als Beispiel. Die Grund von Iman ist, den Prophet zu lieben und den Prophet zu verehren. Ja? Wenn der Grund von Iman weg ist, das heißt, die Verehrung ist weg oder die Liebe ist in einen Hass gewandelt. Es kann keiner einen Prophet töten, ohne dass sozusagen etwas in seinem Herz stattfindet, was eigentlich den Grund von Iman wegmacht. Ja? Deswegen erklärt Hafiz al-Hakami diese Regel, dass man, weil es gibt viele, die tendieren dazu, durch die Tat zum Takfir zu machen, Hier, bei diesen Handlungen, die gehören zum großen Kufr, aus einem Grund, weil sie den Grund von Iman wegmachen. Aber die anderen Taten, was eigentlich zum Kufr al-Amali, das ist ja eigentlich die Regel, die Grundregel, Al-Kufr al-Amali ist immer eine kleine Kufr. Aber diese Ausnahmen sind aus dem Grund Ausnahmen, weil sie nicht von dem Herzen zu trennen sind. Das heißt, in Wirklichkeit hat keiner Verehrung gefunden im Herzen. Oder hat keiner Respekt gefunden. Oder hat keiner sozusagen Liebe gefunden. Okay? Deswegen auch eine vielleicht noch Verdeutlichung für diese Sache. Ihr kennt den Hadith von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er in I'tikaf war. Und da kam seine Frau und hat er nach Hause zurückgebracht, in der Nacht. Kennt ihr diesen Hadith? Dann hat ihn einer gesehen, mit seiner Frau, und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückgekommen, und hat gesagt, komm. Der hat sich abgewandt, er hat gesagt, komm. Da hat er gesagt, das ist meine Frau. Warum wollte er das aufklären? Keine Zweifel bekommt, ja. Obwohl er als Muslim, der hat das nicht, oder der würde niemals sich das wagen. Aber dann hat ihm der Prophet Muhammad eine Sache gesagt. Er hat gesagt, ich habe Angst, dass Shaitan in dir ein schlechtes Denken reinwirft. Ja? Das heißt, die Verehrung, die für den Prophet stattfinden muss, muss bleiben im Herzen, dass er ihn ehrt, dass er nicht sozusagen einen Zweifel an ihn hat oder eine falsche Denken hat. Ja? Und allein an dieses Gedanke wäre schon sozusagen das größte passiert, wenn er an den Propheten zweifelt oder sozusagen schlecht denkt oder irgendwas. Deswegen ist dadurch dann der Grund von Iman weg,
was der Prophet Muhammad gefürchtet hat gegenüber demjenigen, dass er das schlechte Denken bekommt über den Prophet, dann wäre sein Grund von Iman weg. Das heißt, diese Handlungen sind nicht trennbar von dem Grund von Iman, dass das weg ist. Deswegen sagt der Hafiz al-Hakami, diese vier Taten und ähnliche Sachen, die mit dem Herzen verbunden sind, passieren nicht, ohne dass der Herztat verschwunden ist aus dem Herzen. Das heißt, unmittelbar sind die verbunden miteinander. Was sind die Herztat? Also er sagte jetzt, seine Ikhlas und seine... Wie seine Absicht, Aufrichtigkeit und Liebe sowie sein Gehorsam. Genau. Nicht Gehorsam, schreibt Qiyad, seine Unterwerfung. Oder Hingabe schon. Die vier Taten, was der Sheikh Hafiz al-Hakami meinte, er sagte Niederwerfung zu den Götzen, Misshandeln des Korans, Beschimpfen des Propheten und Verspottung, das ist jetzt eine Aussage über den Glauben. Da kann man auch sozusagen dazu geben, alle Taten, die nicht zu trennen sind, von dem Glaube des Herzens oder die Tat des Herzens. Was haben wir jetzt für? Verspottung der Religion oder über die Religion. Nein, nein, guck mal, Niederwerfung zu den Götzen. Ja. 1. Misshandeln des Korans. 2. Beschimpfen des Propheten. 3. Und Verspottung über den Glauben. 4. Ja. Und somit ist dann auch dieses Missverständnis geklärt, dass man den Tat, den Kufr des Tates immer als den kleinen Kufr bezeichnet und betrachtet. Und so haben auch die Salaf-Gelehrten unter Ibn Qayyim dann auch unterteilt. Es gibt Kufr Atiqali, Kufr Amali. Ja? Und als sie den Wort Kufr Amali betrachtet haben und über den gesprochen haben, haben sie immer den kleinen Kufr gemeint. Und deswegen, solche Handlungen gehören zu den großen Kufr, weil das mit dem Ertiqad verbunden ist und nicht von dem Ertiqad zu trennen ist. Ja? Und genauso ein ähnliches Beispiel ist das Nichtherrschen mit Gesetzen von Allah. Das ist ein Kufr Amali, sagt Ibn Qayyim, das ist ein Kufr Amali. Ab wann ist das sozusagen eine große Kufr? Wenn es mit dem Ertiqad verbunden ist. Also er sieht, dass die Gesetze, die anderen Gesetze, die Gesetze von Menschen, besser sind als Gesetze von Allah. Das ist jetzt ein Ertiqad. Wenn der Ertiqad verbunden ist, ist der Grund von Iman weg. Wenn der Ertiqad nicht verbunden ist, dann ist das ein Kufr Amali, wie jede andere Kufr-Tat, die als Kufr Amali bezeichnet ist. Und das ist die Unterscheidung von Imam Qayyim und auch die anderen Gelehrten, die unterscheiden zwischen große Kufr und kleine Kufr, oder die nehmen im Wort Kufr al-Atiqadi und Kufr al-Amali. Und sowas wie zum Beispiel das Nichtherrschen und Gesetze von Allah SWT oder das Töten von eines Muslims, all das gehört zu dem Kufr al-Amali. Das ist eine Kufr durch Behandlung. Ja? Und wenn der Atiqad nicht zu trennen ist, dann ist das eine große Kufr. Und dessen Gleichen werden nur als Kufr mit den Gliedern betrachtet, weil sie von außen mit den Gliedern getätigt werden. Aber sie stehen eigentlich in einer unmittelbaren Verbindung mit der Überzeugung des Herzens, denn sie benötigen die Absicht, Liebe und Hingabe dazu. Deshalb sind diese Taten von außen als ein Kufr mit den Gliedern zu sehen, aber sie deuten auf einen Kufr in der Überzeugung hin. Also wenn er diese Übersetzung sieht und vergleicht mit das, was im Buch ist, das, was im Buch ist etwas anders ausformuliert. Nach vorheriger Überzeugung, 1. ursprünglicher Kufr. Das ist wieder eine neue Unterteilung des Kufrs. Es gibt Unterteilung des Kufrs nach vorheriger Überzeugung. Bitte schön. Ursprünglicher Kufr, dies bezeichnet den Unglauben von demjenigen, der niemals den Islam angenommen hat, wie zum Beispiel der Unglaube der Götzendiener oder der Leute der Schrift.
Zweitens, entsandener Kufr, auch Kufr durch Austreten genannt, diese Person, die im Islam war, jedoch danach daraus wieder ausgetreten ist. Entstandener. Das heißt, der ist nicht von Grund auf Kafir, er war gläubig und ist dann ausgetreten. Ja? Das heißt, ein neu entstandener Kufr. Das ist eine zweite Art. Es gibt entweder, man redet, die arabische Bezeichnung dafür. Das weg. Kufr. Asli und Talib. Asli und Talib, also ein ursprünglicher Kufr, das ist Asli. Das sind Juden, Christen, Buddhisten, das sind alles Kuffar, die eigentlich gar nicht in die Religion des Islams reinkommen. Das heißt, sie sind von Grund auf Kafir. Ja? Und da, unsere Thematik von Takfir bezieht sich ja gar nicht auf diese Leute. Weil da ist ja auch kein Zweifel, dass sie Kafir sind. Den Tari, das ist jetzt sozusagen bei den Brüdern, diejenigen, die im Islam sind und verlassen die Religion des Islams. Ja, das ist eine zweite Art von, sozusagen eine Unterteilung. Wer von Grund auf sozusagen nicht Muslim ist und Kafir, oder wer Muslim ist und den Kufr begangen hat oder zum Kafir geworden ist. Als Beispiel in Zeit von Abu Bakr, die Murtadin, die aus dem Islam ausgetreten sind nach dem Tod des Propheten. Das heißt, sie waren eine Zeit lang Muslime und sind aus dem Islam übergetreten. Und so gibt es eine Unterteilung zwischen der zu Kafir Asli gehört und wer zu Murtad gehört. Und auch in der Urteile im Islam unterscheiden sich auch die beiden. Und auch in Kafir Asli gibt es auch mehrere Sorten, die sich auch unterscheiden. Wie zum Beispiel gibt es Mushrikin, gibt es Al-Kitab, ja, gibt es Mulhidin, gibt es verschiedene, aber die haben auch sozusagen verschiedene Regeln, was mit denen ist. Und hier auch nicht zu vergessen, Al-Kitab gehören zu den Kuffar, Al-Asliyin. Nicht, was heutzutage Leute versuchen zu vermischen, dass sie alle gläubig sind und dass wir alle eine sozusagen Religion von Allah bekommen haben und so weiter. Das bezieht sich, Al-Kitab sind von den Kuffar, Al-Asliyin. Aber die an Musa geglaubt haben, das sind richtige Gläubige. Die an Isa geglaubt haben, also in Zeit Isa, die Isa gefolgt haben, das sind richtige Gläubige. Die Allah gefolgt haben, das sind richtige Gläubige. Die Musa oder Ibrahim oder sonst jemand, alle Propheten-Folger haben den allgemeinen Islam gehabt und haben auch den richtigen Iman gehabt. Und diejenigen, die verdeutlicht haben, diejenigen, die den Propheten dann nicht gefolgt haben oder den nächsten Propheten nicht gefolgt haben oder alle Absendungen von Muhammad s.a.w., die nicht Muhammad s.a.w. gefolgt haben, gehören zu den Kuffar und Asli. Nur wenn ich Kuffar weil wir unterteilen den Kuffar. Als Kuffar Asli und Kuffar Tari. Also es gibt einen entstandenen Kuffar und es gibt einen ursprünglichen Kuffar. Und die Leute, die diesen Kufr haben, entweder sind es Kuffar Asliyin oder Kuffar Murtaddin. Kannst du das auch auf Arabisch schreiben? Ja. Weiter. Dieses Austreten geschieht durch Aussage, Überzeugung oder Tat, nach der Allgemeinheit oder personenbezogen. Allgemeine Aussage... Das ist einer der wichtigsten Punkte in unserer Reihe hier, von die Unterteilung zum Ersten und dann auch zu dem Verständnis. Nach der Allgemeinheit oder personenbezogen. Was bedeutet nach der Allgemeinheit und personenbezogen? Das nennt man jetzt... Dieses Begriff solltet ihr euch inshallah merken. Also Kufr ist zu unterscheiden zwischen zu
كفر مطلق وكفر معين. معين شاهد اسمها هي كفر مطلق ومعين. Und das wird inshallah kein Thema von den nächsten Kapiteln oder von den letzten Kapiteln. Kufr Mutlaq, Kufr Mu'ayyan. Du liest inshallah die Definition und inshallah in den nächsten Kapiteln oder in den letzten Kapiteln, das sind die wichtigsten, die uns auch schützen von dieser Definition. Allgemeine Aussage, wenn sich der Kufr auf eine Eigenschaft oder Tat bezieht und nicht auf eine bestimmte Person. Diese besitzt zwei Stufen. A. Urteil über die Aussage, Tat oder Überzeugung. B. Urteil über eine Gruppe bzw. eine bestimmte Ausrichtung. Warte, ich will nochmal die Gesetze überprüfen. Also, wenn sich der Kufr auf eine Eigenschaft oder Tat bezieht und nicht auf eine bestimmte Person. التكفير المطلق وتعليق الكفر على وصف عام لا يختص بفرد معين genau, also das Beziehen vom Kufr auf eine allgemeine Eigenschaft oder Tat ist zu viel, aber ist vielleicht zu verdeutlichen. Also, dass der Kufr sich auf etwas bezieht. Wie, ich will jetzt ein Beispiel machen. Ich sehe sozusagen jemand, der sagt, Allah ist überall. Allah ist überall. Das, diese Aussage, jetzt, was bezeichne ich? Ich bezeichne diese Aussage als Kufr. Das ist eine Itlaq. Das bedeutet, so eine Aussage, ich beschränke den Urteil auf diese Aussage. Ich habe das nicht auf die Person, den Urteil des Kufurs, habe ich nicht auf die Person bezogen. Das nennt man etwa. Also, ich will wissen, was im Islam als Kufur bezeichnet wird. Die Grenzung des Imams und des Kufurs, so will ich wissen, die Definition für eine Tat oder eine Aussage. Das heißt, es bezieht sich auf was? Auf, nicht auf die Person. Ich habe zum Beispiel Sharif gehört, der sagt, Allah ist überall. Ich, bei Kufr Mutlaq bedeutet das, ich sage, diese Aussage ist Kufr. Aber ich habe nicht gesagt, Sharif ist Kafir. Ja, das ist der Unterschied. Und das ist sozusagen auch kein Punkt und kein Thema von dieser Fitna, wie man dann auch unterscheidet, wenn sozusagen der Kufr gehört wird oder der Kufr gesehen wird als Handlung, als Tat oder als Glaube oder als Schrift oder als irgendwas, dass man weiß, wo ich mein Urteil gebe. Kufr Mutlaq bedeutet, dass man den Urteil auf die allgemeine sozusagen, Aussage oder Tat oder Handlung sozusagen den Urteil gibt. Das ist der Kufr Mutlaq. Person bezogen, wenn das Urteil des Kufrs auf eine bestimmte Person zutrifft, zum Beispiel Tekfir von Iblis auf dem Koran. Genau. Also, eine Person als Kafir zu bezeichnen, das ist Tekfir al-Mu'ayyan. Dass man sagt, der so und so ist Kafir. Im Koran als Beispiel, Allah hat uns als Beispiel gegeben, Iblis. Iblis ist eine Person. Und Allah hat ihn als Kafir bezeichnet. Das heißt, das ist Takfir von Mu'ayyan, das ist ein spezifisches Urteil über eine bestimmte Person. Abu Lahab, eine bestimmte Person. Abu Jahl, eine bestimmte Person. All diese Leute haben den Urteil von Kufr abgestempelt bekommen. Abu Lahab, Abu Jahl, Iblis, ja, Fir'aun. Das sind alles Beispiele für Personen, die den Urteil von Kufr schon bekommen haben. Deswegen ist zu unterscheiden zwischen dem Takfir Mutlaq, weil jetzt dein Bruder, den Muslim,
wenn du hörst, und den Takfir Mu'ayyan. Takfir Mu'ayyan hat einige Bedingungen, die man nachgehen muss, und das wird inshallah auch im Buch ausführlich erklärt. Das hat ja nicht auf eine Person zu tun. Das hat als die Bezeichnung auf die Tat, der Eigenschaft und so weiter. Zum Beispiel ein Kafir, der sozusagen nicht Muslim ist. Du bezeichnest auch seine Aussagen. Es kann eine Aussage sein, die ist wahr. Dann sagst du, das ist eine wahre Aussage. Es gibt eine Aussage, dann macht der Kufr. Dann sagst du, das ist eine Kufr-Aussage. Es gibt eine Aussage, die ist eine Bid'ah. Das ist eine Bid'ah. Das heißt, der Film Mutlaq bezieht sich auf sozusagen bestimmte Eigenschaft, unabhängig von der Person. Unabhängig von der Person. Der Unterschied zwischen den beiden oben genannten Punkten liegt, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah sagte, der Takfir der Allgemeinheit ist genauso wie die angedrohten allgemeinen Strafen im Koran und Sunnah. Dies bedeutet nicht, dass über die bestimmte Person der Takfir gesprochen wird, bis die Beweisführung über ihn eindeutig geworden ist. Das heißt, der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah bestätigt nochmal diese Regel, diese Grundlage: Man unterscheidet zwischen Takfir Mutlaq und Takfir Mu'ayyan. Und eine Person, eine x-beliebige Person, der zum Beispiel Sharif, der Wissam, der Bayram, der Muhammad, kann man nicht als Kafir bezeichnen, auch wenn man den Kufr Mutlaq sieht. Man hat sozusagen etwas, was nach der Definition von Religion Kufr ist. Ich darf diese Urteil nicht auf die Person übertragen, wie ich es am Ende sage, bis ihm die Beweisführung klar geworden ist. Das heißt, es geht wiederum um den Grund von Iman. Um den Grund von Iman, dass man sich vergewissert, der Grund von Iman ist weg. Wie weißt du, dass er weg ist? Wenn er sich im Bewussten ist, das, was er macht, ist Kufr, und ihm sind sozusagen die Beweisführung klar geworden, zum Beispiel ich diskutiere zum Beispiel mit Sharif, ja, und sage ihm, weißt du, was deine Aussage bedeutet, wenn du sagst, Allah ist überall? Dann erkläre ich ihm, das bedeutet, Allah ist hier im Haus, hier im Raum, dann, walayyadu billah, dann bedeutet das, Allah auch auf Toilette ist, Allah in schlechte Orte ist. Hast du das gemeint, Sharif? Dann sagt er, nein. Aus dem Grund kann ich ja vorher keine Takfir geben. Verstehst du? Aber wenn einer wirklich auch so schlecht ist und dann vergewissere ich mich, dass er auch den Kufr gemeint hat, oder die Kufr-Tat, die er gemacht hat, als sozusagen fehlende Grund von Iman gemacht hat, dass er im Herzen nicht mehr liebt oder im Herzen nicht überzeugt ist, ja, dann kommt der Urteil. Deswegen, Sheikh Islam Taymiyyah sagt, es ist nicht miteinander verbunden, dass jeder, der Kufr gemacht hat, oder jeder, der Kufr gesagt hat, dass er automatisch den Kufr gewählt hat und Kafir ist. Es kann sein, dass ihm die Beweisführung nicht klar ist. Es kann sein, dass er das unbewusst macht. Es kann sein, dass auf jeden Fall, sagt er, darf man nicht das auf die Person beziehen, den Kufr, den Urteil, bis ihm die Beweisführung klar geworden ist. Ja. Selbst bei den Taten vom Kufr, die unabhängig von dem Herzen sind. Als Beispiel siehst du jemanden, der hat einen Mushaf Toilette geschmissen. Was gibst du Urteil? Ja, was gibst du Urteil? Siehst einen, tut Mushaf in Toilette. Das heißt, das Zitat noch nicht Kufr ist. Und was noch? Ist nicht Kufr. Ist denn nicht Kafir, wer das sowas macht? Ja, ich mache. Gehen wir nicht von Herzen. Ja, ja. Aber hier gibt es eine Sache, man muss sich vergewissern. Vielleicht weiß er gar nicht, dass es ein Mushaf ist. Verstehst du? Sagst du ihm, gerade du hast ein Mushaf in die Toilette gebracht.
dann springt er und macht er sauber, subhanallah, habe ich gar nicht gewusst, habe ich gar nicht gemerkt. Verstehst du? Das heißt, die Tat an sich ist Kufr. Aber die Person, dass es ihm bewusst ist oder nicht bewusst ist, so schnell kann man immer noch nicht ein Urteil auf die Person geben. Aber angenommen sagt er, ja, ich weiß. Dann zweifelt man nicht mehr, an sein Kufr. Und das ist Mu'ayyan? Bitte? Dann ist es Mu'ayyan, weil du hast eine Vergewisserung. Ja? Aber hier muss man immer nach der Regel gehen. Und zwar nicht jede Kufr mutlaq, also wenn eine Handlung oder Aussage oder eine Überzeugung von einem kommt, dass sozusagen im Islam als Kufr definiert ist, dass automatisch dann der Urteil auf die Person bezogen wird. Das ist der Grund. Zum Beispiel. Das wird alles berücksichtigt. Deswegen die Person an sich, es kommt niemals von außen, weil das heute die vierte von Takfir ist, wie einer sitzt im Internet, ja, und hat schon die ganze Welt vor sich und gibt Takfir, Kafir. Im Islam gibt es sowas nicht. Im Islam, wenn sowas geben sollte, dass jemand einen Kufr hat und so weiter, den wird zu wem gebracht? Zum Richter, zum Qadi. Und der Qadi hat ein Gericht. Es ist nicht so einfach so, Qadi nach Lust und dann, es gibt Gericht, Zeugen, sozusagen Aussage, Dialog, bis wir es wussten, Beweisführung. Der Qadi, der wird auch nicht Richter, bevor er sozusagen eine Grundausbildung gemacht hat. Wie hier auch die Qudat von Kuffar, die werden auch nicht Richter, bevor sie eine Grundausbildung gemacht haben, dass sie zum Beispiel Kenntnis haben sollten über den Grundgesetz von Deutschland zum Beispiel, Kenntnis haben sollten über die Eigenschaften der Leute, über ihr Verständnis und so weiter. Der Qadi hat berücksichtigt all diese Sachen. Der Qadi weiß zum Beispiel, wer sozusagen ein einfacher Bauer ist und primitiv denkt, wer eigentlich zum Beispiel so schlau ist und spielt und so weiter. Das weiß alles der Qadi. Warum? Weil das ist sozusagen sein Beruf. Er kennt sich aus. Aber kommt so einer, der gerade 17, 18 Jahre alt ist und hat sozusagen irgendwo einen Koranvers gelesen und so weiter, das ist Kufr und so weiter, und dann hat er die ganze Welt vor sich, Kafir. Hat mit dem Streit, Kafir. Geht nicht. Andere Meinung. Das ist eine Fitne. Ja, andere Meinung, Kafir. Ja. Wenn nicht, Kafir. Und dann, Kafir auf Person bezogen, nicht allgemein Kufr aussprechen. Das ist eine Fitne, wo man sozusagen diese Grundlage von Sheikh Salman Taimiyyah sehr gut merken soll. Also kann man sagen, dass sie den Mutlaq gar nicht wahrnehmen. Bitte? Also dass sie den Mutlaq von Mutlaq gar nicht wahrnehmen. Und die Rücksicht. Die kennen ja nicht den Unterschied. Doch. Ich kann das nicht. Wie der Zustand kurz vor seinem Tod war. Wie kann man diese Fatwa dann verstehen? Das bezogen auf das, was er vor sich ausgegeben hat und dass er öffentlich keine Taube gemacht hat. Mhm. Und es gibt aber auch eine andere Aussage. Einmal ein Bein wurde über den Arabi gefragt und dann hat er auch diese Unterscheidung gemacht. Da hat er gesagt, wenn er mit dieser Akide gestorben ist, dann ist es ein Kafir, aber ansonsten weiß man gar nicht, wie er gestorben ist. Und auch bei Atatürk hat jetzt nicht irgendeine Taube gezeigt oder irgendwas. Wenn er mit dieser Akide und mit diesem Verhalten gestorben ist, ohne Taube, natürlich ist es Kafir, aber es kann sein, das wissen wir nicht. Ja. Und es kann auch sein, dass auch sozusagen die Kuffar aus Rien, also die sozusagen, die gar nicht im Islam eingetreten sind, bei Allah subhanahu letztendlich auch entschuldigt sind, weil ihnen die Botschaft nicht angekommen sind und so weiter. Das ist Hukum von Akhir, aber von Hukum von Dunya hat man zum Beispiel jetzt, würde keiner
wenn sein Tod aufgetreten ist, würde keiner Janaza machen, wegen, sozusagen, weil man nicht weiß, dass er Elfer wurde gemacht. Die Zweige des Unglaubens und ihre Beweise. Der Kufr hat viele Zweige, die unterschiedlich gestuft sind, die in ihrem Aufbau den Zweigen des Imans ähneln. So wie alle Gehorsamkeiten zu den Zweigen des Imans gehören, gehören die Ungehorsamkeiten zu den Zweigen des Unglaubens. Warte. Dann machen wir wieder nochmal das, was wir gestern, also es ist nur noch eine Bekräftigung von das, was wir gestern hatten. Iman, Kufr, Iman hat Grund und hat Zweige, Kufr hat Grund und Zweige. Gehorsamkeiten. Und Sünden. Deswegen, man kann betrachten, dass die Sünden Zweige Kufr sind und sind nicht den Kufr. Ist das der Kapitel? Tschala. Hast du falsche Box gemacht? Und ich mache das auch nicht. Ich sage dem Verantwortlichen, dass er hier rein tut. Ich verstehe ja nicht. Ich auch. Wie viel hast du reingetan? Wie viel hast du reingetan? Das sag ich nicht. Ach, jetzt. Okay, jetzt gehen wir das Thema nochmal. Der Kufr hat viele Zweige. Genauso wie der Iman viele Zweige hat. Die unterschiedlich gestuft sind. Genauso wie der Iman unterschiedliche Zweige hat. Ja, es gibt zum Beispiel Zweige, die zum Grund von Iman gehören. Und es gibt auch Zweige von den Kufr, die zum Grund von Kufr gehören. Es gibt Zweige von Iman, die sozusagen zu den Pflichten des Imans gehören. Und es gibt Zweige von den Kufr, die zu den verbotenen Sachen gehören. Also das heißt, dass die zu Sünden gehören. Bitte schön. Der Beweis ist die Aussage von Ibn Abbas über die Eier, wer nicht mit dem Wald, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungläubigen. Er erklärte, dass es zwar Unglaube sei, aber nicht Unglaube an Allah mit seinen Engeln, seinen Büchern und seinen Gesandten ist. Weiterhin sagt er diesbezüglich, dass es nicht der Unglaube ist, den man allgemein verstehen würde. Aus der Sunna kommt die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kehrt nicht nach mir als Ungläubige zurück, indem ihr euch gegenseitig bekämpft. Es ist in zahlreichen Hadithen vorgekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den allgemeinen Kufr über Sünden ausgesprochen hat, weil sie Zweige des Kufrs sind. Aus dieser Angelegenheit lassen sich wichtige Schlüsse ziehen. Also, der Prophet hat gesagt, kehrt nicht als Kufar zurück. Kehrt nicht als Kufar zurück. Und dann bezeichnet das, also diese Kufr-Tat bezeichnete er, dass ihr euch gegenseitig die Köpfe einschlägt. Dass ihr euch gegenseitig die Köpfe schlägt oder dass ihr euch gegenseitig tötet. Daraus ist zu entnehmen, dass der Prophet Muhammad das Töten des Muslims als Kufr bezeichnen kann. Und da gibt es auch einen deutschen Hadith, das Töten von Muslimen ist Kufr und das Beschimpfen von Muslimen ist Versuch. Ja. Das bedeutet, wenn der Prophet Muhammad das Wort Kufr verwendet, dann entweder bezieht sich das auf Grund von Kufr, das große Kufr, oder auf den Zweig von Kufr. Den Zweig von Kufr nennt man auch Kufr. Genauso wie ein Zweig von Iman auch Iman nennt. Weil zu Zweigen von Iman gehört das Gebet. Und Allah SWT hat das Gebet als Iman bezeichnet, wie gestern beschrieben in dem Vers, Allah SWT, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Allah würde sozusagen eure Gebete nicht in Vergessenheit bringen oder das vernachlässigen. Oder? Verloren.
verloren. Also eure Gebete werden nicht verloren gehen, aber er hat nicht Gebete gesagt. Eure Iman wird nicht verloren gehen. Und damit ist das Gebet gemeint. Das heißt, genauso wie Allah, also der Koran, die Sprache des Korans, die Sprache des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, genauso wie der Iman oder die Tat oder die Zweige von Iman als Iman bezeichnet werden, können auch Zweige von Kufr als Kufr bezeichnet werden. Wozu brauchen wir diese Unterteilung und dieses Verständnis, dass wir wissen, dass Zweige von Kufr auch als Kufr bezeichnet werden, damit wir nicht das immer den Kufr mit dem großen Kufr verbinden oder mit dem Grund vom Kufr verbinden, denn der Kufr hat auch Zweige. Ja. Die Zweige des Kufrs sind nicht die auf gleicher Ebene. Es gibt Zweige, die dazu beitragen, dass die Person Kufr begeht und Zweige, die nicht dazu führen. Es könnte sein, dass sich bei allen jemanden Zweige des Imans und Zweige des Kufrs befinden, sodass wir sagen, dass diese Person Iman und Kufr hat. Derjenige, der einen Zweig des Kufrs begeht, verliert nicht den Islam, aber verdient nicht den Namen des allgemeinen Imans. Ja. Die Grund. Genau. Also hier sind auch diese drei Fakten. Die Zweige des Kufrs sind nicht eine Stufe, genauso wie Zweige des Imans. Und in den Menschen kann Zweige des Kufrs stattfinden und Zweige des Imans stattfinden. Ja. Und die dritte Sache, wenn eine der Zweige vom Kufr in einem Menschen stattfindet, bedeutet das nicht, dass er den ganzen Iman verloren hat. Und wir werden immer wieder auf unsere Grundlage zurückgreifen, solange der Grund von Iman nicht beseitigt ist, das heißt, der Grund von Iman ist da, dann können die Zweige vom Kufr da stattfinden, plus den Iman, den er hat. Ja? Aber damit hat er nicht den Namen des vollständigen Gläubigen verdient, weil ihm fehlt von dem Pflichtglauben. Ja? Aber damit ist auch nicht der ganze Name des Islams, des Imams weg, weil er immer noch den Grund von ihm hat. Die Grundsätze des Aussprechens von Unglauben und seine Regeln. Die Überzeugungslehre der Khawarij über diejenigen, die große Sünden begehen. Sein Urteil in diesem Leben, die Khawarij vertreten die Überzeugung, dass jemand, der große Sünden begeht, ungläubig ist. Sein Urteil im Jenseits wird sein, dass er ewig im Höllenfeuer landen wird. Also hier werde ich jetzt nicht sehr viele Erklärungen machen, weil das ist alles deutlich für uns, damit wir inshallah auch vorankommen. Sie stützen diese Überzeugungslehre auf zwei Scheinargumente. Sie sehen den Iman als einen Ganzen an, das sich nicht in Zweigen unterteilen lässt. Wenn ein Teil des Imans fehlt, so sei der ganze Iman nicht mehr vorhanden. Derjenige, der eine Sünde begeht, fehle der Iman. Bezüglich Belohnung und Bestrafung. Sie glauben nicht, dass bei einer Person Belohnung und Bestrafung vorkommt. Das heißt, sie sagen, dass diese Person entweder belohnt oder bestraft wird. Nachdem sie diese Ayats und Hadithe gelesen haben, die die Bestrafung des Höllenfeuers androhen, vertreten sie die Meinung, dass diese Person, die eine große Sünde begangen hat, auch diese Strafe erhalten wird. Gibt es da etwas, was nicht deutlich ist? Dann können Sie schon fragen. Ansonsten geht weiter. Hinzu kommt Ihre Glaubenslehre, dass Allahs Versprechen mit der Strafe sich auf jeden Fall erfüllen wird, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Wahrheit spricht und er somit sich verpflichtet hat, die Strafe zu erteilen. Überzeugungslehre der Mutazila über diejenigen, die große Sünden begehen. Sein Urteil in diesem Leben, die Mutazila, vertreten die Überzeugung, dass jemand, der große Sünden begeht, sich in einer Zwischenstufe befindet. Er ist weder Muslim noch Käfer und wird als Frevler bezeichnet. Vom Äußerlichen her übertragen sie das Urteil eines Muslims auf ihn. Sein Urteil im Jenseits hingegen wird sein, dass er ewig im Höllenfeuer landen wird, sodass wir sehen, dass die Mutazila sich in dem Punkt der ewigen Strafe im Jenseits mit den Khawarij einig sind. Sie unterscheiden sich aber, was die Situation im Diesseits betrifft. Die Gemeinsamkeiten zwischen Khawarij und Mutazila liegen hauptsächlich in drei Punkten. Erstens, dass derjenige, der große Sünden begangen hat, sich außerhalb des Imans befindet, dass derjenige ewig im Höllenfeuer landen wird. Beide verleugnen die Fürsprache des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die er am Tage des jüngsten Gerichts für die Leute, die große Sünden begangen haben, halten wird. Das ist sozusagen auch ein neuer Bedarf, was jetzt der Verfasser erwähnt hat. Sie verleugnen die Fürsprache des Propheten, also Mu'tazila und Khawarij. Weil wenn sie die bestätigen, dann ist ihre ganze Glaubenslehre verloren. Das ist ihre ganze Bedarf.
sonst zerstört. Ja? Und deswegen, die Ahl-Sunnah und Jama'ah, die haben gegen die Khawarij und Mu'tazila gekontert, indem sie die Bestätigung von der Schafa'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht haben. Warum? Der Prophet Muhammad hat gesagt, Schafa'ati li al-Kabair in Ummati. Also meine Schafa'a ist für diejenigen, die großen die machen von dieser Ummah. Und das übereinstimmt gar nicht mit ihrer Glaubenslehre, weil ihre Glaubenslehre ist, wer Großsünde macht, ist aus dem Islam raus. Ja. Aber wir werden gleich auch sozusagen zu ihrer Philosophien kommen, wie sie dann sozusagen ein Urteil geben und was sie über die Hadithe, wo der Prophet Muhammad etwas Gutes versprochen hat oder auch sozusagen etwas Gutes versprochen hat, das ist zum Beispiel Paradies für diejenigen, die glauben, für diejenigen, wie sie damit umgehen. Eine Frage. Zum Beispiel jemand hat diese Eigenschaften von den Khawarij, aber der sagt, der glaubt zum Beispiel trotzdem, dass der Muhammad sallallahu alaihi wa sallam seine Fürsprache annehmen kann. Wie ist das? Gibt es. Also die Khawarij, die Anfangsfreunde, deswegen habe ich gestern gesagt, das ist ja sozusagen die Aqida, die entstanden ist von den Khawarij, die früher sind, aber die heutigen Khawarij oder die heutigen, die sozusagen die Grundlagen von Khawarij genommen haben, die haben ja nicht unbedingt jetzt alles eins zu eins übernommen. Mhm. Es ist zum Beispiel die Fitna von Tafir in dieser Zeit besteht jetzt nicht mehr über wer Alkohol trinkt, ist Kafir. Das findet man jetzt kaum. Mhm. Gibt es noch vielleicht wenige, aber kaum gibt es das jetzt als bei den Tekfirin, Leute. Aber ihre Problem ist die Grenzung bei manchen Sünden, wo das Hauptstreitthema ist, wo sie immer darüber sprechen, dass sie da nicht eine unterscheiden können, was sozusagen in diese bestimmte Sünde, ab wann ist das Kufr, ab wann ist das sozusagen große Sünde. Wenn sie diese Grenzlinie verlieren, dann kommt diese Fitna von Takfir. Oder wenn die Grenzlinie von Takfir al-Mutlaq und Takfir al-Mu'ayyan, also auf eine Person zu beziehen oder auf allgemeine Urteile sprechen, dann kommt doch wiederum diese Fitna von Takfir, dass man ein Urteil gibt für Personen, dass man ihn aus dem Islam ausschließt. Also das heißt, es sind bestimmte Grundlagen, die man schon genommen hat, aber andere, die man gar nicht genommen hat. Und Tauba gibt es bei denen nicht, oder? Kann man auch? Doch, Tauba doch. Aber bei den heutigen in Syrien nicht. Das sagst du leider morgen, töten dich. So, Tauba. Und der nicht leider mal sagt, die lassen ihn in Ruhe. Weil wir die sagen, das ist zum Sukufur. Das ist ja dann in dem Sinne auch keine große Sünde für die. Ja, ja, ja. Dann das ist auch eine der Philosophie. Ja, aber die bedeuten auch die Hadith von Shafa'a. Also das Bedeuten von Shafa'a bedeutet, es wird keine Shafa'a stattfinden. Ach so. Verstehst du? Weil das widerspricht ja. Also wie kann es sein, dass der Prophet von einer großen Sünde redet und die großen Sünden sind bei denen schon Kufur? Das heißt, eines mussten wir ja verdeuten. Entweder ihre Abhinder oder die Bestätigung, dass eine Schafa'a stattfinden will. Das ist der Punkt vor. Also alle Bedarf wird immer wieder an. Was ist denn da? Was sagt man Mutter, wenn man einen authentischen Hadith verleugnet? Natürlich gehört das jetzt auch zu den Kufur. Nach ihrer Abhinder mussten sie sich selber als Kafir erklären. Aber nach Grundlage von Ahl-Sunnah al-Jama'ah guckt man immer auf die Bedingungen, ab wann man Kafir ist, wie das bewusst ist, ob er sozusagen einen Tawil hat, also eine sozusagen Fehlinterpretation hat. Das sind alles Entschuldigungen, dass man ihm nicht auf ihn Urteil gibt. Weil dass derjenige, der große Sünden begangen hat, sich außerhalb des Imams befindet, dass derjenige ewig im Höllenfeuer landen wird. Drittens, beide Verleugnungen, die Fürsprache des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, die er am Tag des jüngsten Gerichts für Leute, die große Sünden begangen haben, halten will. Die Unterschiede zwischen Khawarij und Mu'tazila liegen in vier Punkten. Erstens, sein Urteil in dieser Dunya. Die Khawarij besprechen Unglaube über die Person, während die Mu'tazila behaupten, er befinde sich in einer Zwischenstufe. Zweitens, also jetzt, was ist der Urteil von jemandem, der sozusagen große Sünden gemacht hat? Bei den Khawarij, die sagen ganz klar, es ist Kafir.
Bei den Mu'tazila gibt es einen Unterschied. Die sagen, die Nicht-Kafirin sagen, der ist zwischen zwei Stufen. Das ist jetzt der Urteil. Genau. In der Benennung bezeichnen die Khawarij diese Person als Käfer und die Mu'tazila als Fasik. Ja, genau. Also die sagen, das ist Fasik, die sprechen nicht den Namen Käfer aus. In der Betrachtungsweise im Diesseits übertragen die Khawarij das Urteil eines Käfers auf ihn und die Mu'tazila das Urteil eines Muslims. Viertens hinsichtlich außer Mu'tazila, das könnt ihr hinzufügen, außer bei den Herrschern. Außer bei den Herrschern. Die Mu'tazila sehen das auch so, dass die Herrscher, die ungerechten Herrscher, die Muslime sind, dass man auch Khuruj macht gegenüber die. Dass man sozusagen die stürzt. Die Khawarij, die sehen die Herrscher sowieso als Kuffar und die sagen, die muss man stürzen. Die Mu'tazila sehen genauso die Herrscher, die ungarischen Herrscher, als Kuffar und die muss man stürzen. Aber die anderen Muslime, wenn sie in Großsünde geraten, dann trifft das zu, dass sie die Regeln des Islams auf sie ausüben, aber während die Khawarij, die Reden von Kuffar, aus sie ausführen. Ja. Hinsichtlich der Strafe sagen die Khawarij, dass diese Person die gleiche Strafe eines Käfers erhalten muss, während die Mu'tazila ihm eine niedrigere Strafe zusprechen. Ja. Fünftens, Überzeugungslehre der Murji'a über diejenigen, die große Sünden begehen. Sein Urteil in diesem Leben, die Murji'a vertreten die Überzeugung, dass jemand, der große Sünden begeht, den vollkommen Iman besitzt. Sein Urteil im Jenseits wird sein, dass er ewig im Paradies landen und das Höllenfeuer niemals betreten wird, egal welche Sünden er begangen hat, außer die sogenannten Murji'a von Rechtsgelehrten. Sie vertreten die Meinung, dass die Person, die große Sünden begangen hat, die Strafe billig in Kauf genommen hat und dass Allah mit ihm im Höllenfeuer bestrafen könnte. Also Murji'a al-Fuqaha, die Gelehrten haben bei denen sozusagen nicht sozusagen diese Gruppierung gesehen, die sozusagen ausschweifende also Gedanken haben bezüglich des Imams und des Kufurs. Warum? Weil letztendlich die Murji'a von Fuqaha, was haben sie gesagt? Sie glauben trotzdem, dass der Mensch bestraft wird für die Sünden und dass er verpflichtet ist. Also deswegen von den Murji'a von Fuqaha sind zum Beispiel bekannte Namen, brauche ich jetzt nicht auszusprechen, aber sie haben Fuqaha-Bücher, wo sie sagen, das ist Pflicht, das ist Haram, wer das macht, ist das und so weiter. Das heißt, sie haben sich auch mit der Religion so beschäftigt, dass sie sozusagen nicht diese Verhalten haben, wie diese Murji'a, die gesagt haben, wer sozusagen gläubig ist, hat vollständigen Glauben, egal wie viele Sünden er gemacht hat. Ja. Bleibt immer im vollständigen Glauben und wird nicht der Höllenfeuer bestraft. Das waren diese extrem Murji'a, die diese Meinung hatten. Aber die Murji'a von Fuqaha, die bestätigen, dass es eine Höllenfeuerstrafe gibt, die bestätigen, dass es eine Pflicht gibt und so weiter. Aber deren Hauptproblem ist, dass die Daten aus dem Iman rausgebracht haben. Dass die sagen, der Grund von Iman, von jedem Mensch, ist gleich. Und da haben die Gelehrten trotzdem auch eine harte, sozusagen, Konter gegeben gegen diese Meinung. Weil aus dieser Meinung entspringen dann auch immer wieder andere Gedanken. Deswegen die Gelehrten von Sunna, manchmal werden sie hart gegenüber irgendeine ausschweifende Meinung, damit es nicht zu falschen oder damit es nicht entwickelt, weil man hat gesehen in der Umma des Islams, jede Bid'ah ist egal, was zum Beispiel wie klein sie war oder wie sozusagen wie weit dieser, der diese Bid'ah gesagt hat, auch trotzdem übereinstimmt mit alles andere, aber jede Bid'ah, wenn man das einfach nur so toleriert, dann wird es zu viel Unheil führen. Deswegen haben sie auch eine harte Sprache gegenüber diesen Murji'a al-Fuqaha gehabt. Sie stützen ihre Äußerung auf Folgendes. Ihre Überzeugungslehre, dass der Iman eine Einheit ist, entweder ist sie vorhanden oder nicht, weil sie die Überzeugung vertreten, dass der Iman alleine nur die Überzeugung im Herzen oder die Bezeugung
im Herzen mit der Aussage durch die Zunge ist. Sagen Sie, dass derjenige, der große Sünden begangen hat, einen vollkommenen Imam besitzt und dass alle Menschen den gleichen Imam haben. Zweitens, Sie vertreten die Meinung, dass das Versprechen Allahs mit der Belohnung und der Bestrafung sich erfüllen wird. Allerdings sehen Sie die Beweise, die für die Belohnung sprechen, auf die Gläubigen eingeschlossen der Personen, die große Sünden begehen, und die Beweise über die Bestrafung auf die Ungläubigen bezogen. Also Sie vertreten die Meinung, dass das Versprechen Allah, Belohnung und der Bestrafung sich erfüllen wird. Allerdings sehen Sie Beweise, die für die Belohnung sprechen, auf die Gläubigen eingeschlossen. Hier gibt es auch einen Punkt über die Tabelle, die wir benutzen können. Nun benutzen wir zwei arabische Begriffe, inshallah. Al-Wa'd, Al-Wa'id. Das sind Texte im Koran und Sunna für Belohnung. Jetzt nehmen wir ein Beispiel. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man qala la ilaha illallah. Was passiert mit ihm? Dachal al-Jannah. Ja. Wer la ilaha illallah sagt, kommt ins Paradies. Das ist ein Beispiel. Zu welchem Kategorie gehört das? Zu Al-Wa'id. Belohnung im Paradies für denjenigen, der La ilaha illallah sagt. Al-Wa'id. Texte für Bestrafung. Wer kennt einen Text? Es betretet nicht den Paradies. Eine Schuppe bei denen ist, Allah hält sein Versprechen. Allah hält sein Versprechen. Das ist eine wahre Sache, das ist ja keine Schuppe. Aber jetzt kommen die, Allah hält für sein Versprechen, Murji'a, nehmen das hier und ignorieren all die anderen Sachen. Der La ilaha illallah sagt, kommt ins Paradies. Hat er Sünde gemacht, hat er, was er will, gemacht, passiert ihm nicht. Er kommt ins Paradies. Chawarisch andersrum. Die haben gesagt, kommt ein Höllenfeuer. Gibt es kein Paradies mehr. Siehst du? Das heißt, bei denen Paradies, obwohl Sünde, also für die Sünde wird er überhaupt gar nicht bestraft. Bei denen Höllenfeuer, obwohl Iman und Gehorsam sind. Jetzt können wir da sozusagen nochmal überlegen, aus welchem Grund kommt das? Sie glauben, diese Texte
diese Texte alles auf die Gläubigen, weil wer im Glauben bei denen ist, wer den Grund Iman hat, ist gläubig. Das heißt, Allah SWT hält sein Versprechen, ja, und alle anderen Texte, wer seine Hochmut im Herzen hat, wer, das bezieht sich gar nicht auf die Gläubigen, das bezieht sich auf die Kuffar. Wer Sinne macht, bekommt die Strafen, das bezieht sich auf die Kuffar. Du hast deinen Glaube, du kommst ins Paradies. So ist der Verständnis von Mu'tazila. Von Khawarij, wer La ilaha illallah sagt, bezieht sich auf die Gläubigen. Wer Sünde gemacht hat, ist ungläubig, das bezieht sich nicht mehr auf ihn. Wer die Großsünde gemacht hat. Also wer zum Beispiel Zina oder Alkohol getrunken hat, bei denen ist es ungläubig. Und wer im Paradies kommt, ist nur der Gläubige. Aber das Problem ist, was machen wir mit dem Hadith, wo der Prophet beides in Zusammenhang bringt? Der Hadith von Abu Dharr, kennt ihr noch Hadith von Abu Dharr? Wo der Prophet sagt, wer La ilaha illallah sagt, kommt ins Paradies, dann sagt Abu Dharr. Und auch wenn er Zina gemacht hat, und wenn er Alkohol getrunken hat, dann sagt er, auch wenn er Zina gemacht hat, und wenn er Alkohol getrunken hat, und dann sagt Abu Dharr wieder, auch wenn er Zina gemacht hat, und wenn er Alkohol getrunken hat, sagt er, auch wenn er Zina gemacht hat, und wenn er auch Alkohol getrunken hat, beim dritten Mal hat er gesagt, trotz der Nase von Abu Dharr. Also der kommt nicht bei uns. Ja? Und bei den Khawarij, bei denen ist er gar nicht mehr gläubig. Aber sie brauchen immer die Texte zu widersprechen. Also die Murji'a und die Khawarij brauchen immer die Texte zu widersprechen. Ahl Sunnah und Jama'a, wir werden auch gleich sehen, Ahl Sunnah und Jama'a sagen, diese Texte und diese Texte hat Allah SWT besprochen. Aber diese haben ihre Bedingungen und diese haben ihre Bedingungen. Okay? Dass eine Bestrafung bekommt, das ist, wenn die Bedingungen erfüllt sind, dass er die Strafe verdient hat. Und dass einer die Belohnung bekommt, wenn die Bedingungen erfüllt sind, dass er die Belohnung bekommt. Wer La ilaha illallah sagt, kommt ins Paradies, ist wahr. Aber wenn er La ilaha illallah nicht widersprochen hat. Oder er kommt letztendlich ins Paradies, wenn er seine Bestrafung bekommen hat. Oder, jetzt umgekehrt, bei Ahl Sunnah Jama'a, er bekommt die Bestrafung, wenn die Bedingung erfüllt ist. Es kann sein, dass er gute Taten hat, die diese Sünde gelöscht hat. Das heißt, in diesem Fall hat Allah SWT sein Versprechen nicht gebrochen, sondern er hat dazu was beigetragen, dass ihm die Strafe, die Allah SWT gedroht hat, gar nicht ankommt. Genauso wie die Tauba. Und das ist ja der Widerspruch. Die Khawarij, die sagen, wenn er Tauba gemacht hat, fertig. Okay? Tauba ist sozusagen ein Grund, dass die Bestrafung nicht passiert. Aber wenn alles Sunnah Jama'a ist, ist es nicht nur die Tauba. Das kann auch die guten Taten, die schlechten Taten löschen sein. Das ist die zweite Sache. Oder das kann sein, dass Allah SWT ihn auf diese Sünde schon bestraft hat. Mit Verlieren von Geld, mit Musiba. Dann, wie der Prophet Muhammad gesagt hat, dann wären dann auch seine Sünden weg. Oder die angeordnete Strafe in Scharia, dass er sich sozusagen eine Strafe bekommen hat, dann ist auch sozusagen eine Kafara. Oder letztendlich, dass er unter dem Willen von Allah SWT kommt. Das ist auch eine Bedingung. Wenn Allah will, bestraft er, wenn Allah vergeben will, dann vergibt er. Das heißt, die Vergebung, wenn Allah SWT nicht die Vergebung will, dann trifft diese angebotene Strafe. Ja? Das sind auch so zwei Sachen, die man unterscheiden soll, zwischen die Khawarij und die Mu'tazila. Ihre Überzeugungslehre der Ahlus Sunnah wa Jama'a über diejenigen, die große Sünden begehen, sein Urteil in diesem Leben,
Die Ahl-Sunna und Jama'ah vertreten die Überzeugung, dass jemand, der große Sünden begeht, ein Muslim ist, der frevelt. Er ist weder durch seine Sünde aus dem Islam ausgetreten, noch besitzt er einen vollkommenen Iman. Ja, also der Unterschied zwischen Ahl-Sunna und Mu'tazila, die Mu'tazila sagen, er ist fasiq, aber schreiben ihm nicht den Islam zu. Die Ahl-Sunna, die schreiben ihm den Islam zu, sagen, er ist Muslim, aber fasiq. Also ein Muslim, der ausgetreten ist. Sie sagen, er sei gläubig mit dem Anteil von Iman, das er besitzt, und Frevler mit dem Anteil der großen Sünden, die er begangen hat. So übertragen sie das Urteil eines Muslims in diesem Leben, sodass sein Besitz, Blut und Ehre nicht antastbar sind. Sie bezeichnen ihn als Muslim und manche von ihnen als einen Gläubigen, der einen Mangel an Iman besitzt, je nach Ansichtsweise. Das Urteil über denjenigen, der große Sünden begangen hat, hat im Jenseits, lässt sich zu den folgenden Punkten zusammenfassen. Erstens, er untersteht unter dem Willen Allahs und wenn er will, bestraft er ihn oder vergibt ihn. Zweitens, er hat die Strafe verdient und das Eintreten in das Höllenfeuer für seine begangenen Sünden. Drittens, auch wenn er die Hölle betritt, wird er dort nicht ewig verweilen. Zweiter Punkt braucht ein Kommentar. Derjenige, also der große Sünde begeht. Da Allah die Strafe bedroht hat, dann hätte er die Strafe verdient. Aber da Allah auch Gesetze gemacht hat, ab wann man die Bestrafung bekommt in dem Höllenfeuer, dann muss das sozusagen das Gesetz von Allah, was er gemacht hat, dass einer in die Bestrafung kommt, auch dann berücksichtigen. Das heißt, nicht jeder, der große Sünde gemacht hat, hat direkt dann die Strafe verdient im Höllenfeuer, sondern Allah hat als Gesetz gemacht, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الْمَاضِي وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Also hier gibt es eine Waage, wo die Sünden gewogen werden und die guten Taten gewogen werden. Und wenn die guten Taten überwiegen, obwohl da Sünden, große Sünden sind, dann hat Allah versprochen, dass er zu den Geretteten gehören wird, wessen Waagschalen schwerwiegender sind. Und wessen Sünden, also große Sünden, schwerwiegender sind, der ist der Strafung bedroht, aber dann kommt auch entweder die Barmherzigkeit von Allah, dass er ihn vergeben könnte, oder die Schafa'a von Prophet, dass er gar nicht in den Höllenfeuer kommen könnte. Das heißt, man redet von, er ist der Bestrafung bedroht. Aber nach dieser Unterscheidung. Ich habe mal gehört, dass das Urteil über denjenigen, der gar nicht betet, dass es darum nicht geht, ob er, also er wird auf jeden Fall im Höllenfeuer kommen. Die Frage ist nur auf Ewigkeit oder nicht. Ja. Ist richtig. Allahu a'lam, ne? Kann man auch nicht sagen. Okay. Weil hier, wir nehmen die Regel von Ahlus-Sunna und Jama'a, dass sozusagen die Großsünder, dass die Großsünder sozusagen entweder die sind unter dem Willen von Allah, wenn er will, vergibt und wenn er will, bestraft. Und da gibt es spezifisch das Gebet verlassen, auch ein Hadith. Also da sagt, da hat er, wenn er das Gebet verrichtet, da hat er ein Versprechen bei Allah, dass er ihn ins Paradies bringt. Und dann, wenn er das nicht macht, dann hat er kein Versprechen bei Allah, das ist der Text von Hadith, dass er ins Paradies kommt. Wenn er will, bestraft er ihn und wenn er will, vergibt er ihn. Das ist auch für das Verlassen vom Gebet zu können. Wie ist es dann im Grab? Also wird man dann, wenn es jetzt unsicher ist und was man traber, kann er verzeihen, erklären. Auch genauso im Grab. Kann Strafen kommen, kann keine Strafen kommen. Auch nur große Sünde, weil da wird ja noch nicht gewogen. Also. Ja. Kann trotzdem auch gehen. Natürlich. Es kann Sachen kommen, die einen von der Grabstrafe befreien. Eine, das vom Schicksal von Allah verteilt, als Beispiel, wenn er in einem jungen Jumal stirbt. Es kann sein, dass zum Beispiel Märtyrer tut, obwohl er vielleicht Brust und Hart hat. Es kann auch sein, durch das Lesen von Surat Tabaraka, vor dem Schlafen immer regelmäßig gelesen hat. Das schützt für Grabstrafe. Deswegen sollte man, also für denjenigen, der von Grabstrafe befreit werden möchte, dass er all diese Hadith
die eine Grabstrafe bestätigen, dass er das vermeidet. Und all diese Hadithe, die eine Befreiung von Grabstrafe hervorrufen, dass er sie sich aneignet. Und genauso macht man das für den Höllenfeuer. Alles, was zu Höllenfeuer führt, das vermeidet man. Und alles, was von Höllenfeuer rettet, das bemüht man sich darum. Das ist ein Missverständnis. Kommen wir noch dazu. Auch wenn er die Hölle betritt, wird er dort nicht ewig verweilen. Seine Strafe ist nicht gleich der Strafe der Ungläubigen. Seine Endstation wird doch das Paradies sein. Also das ist sozusagen die Aqidah von Ahlus-Sunnah Jama'ah in 5 Punkte, dass er unter Wille von Allahs Verteidiger ist. Das heißt, entweder kann Allah ihn vergeben, wenn er will, oder bestrafen, wenn er will. Derjenige, der Großsünde gemacht hat, der ist der Strafung angedroht und verdient die Bestrafung. Die dritte Sache, dass derjenige selbst, wenn er in den Höllenfeuer kommt, dann wird er nicht ewig in den Höllenfeuer landen. Also jeder Großsündiger, jeder, der Großsünde macht, der bleibt nicht ewig in den Höllenfeuer. Und die Bestrafung von dem Großsündigen, also der große Sünde macht, ist nicht wie die Bestrafung von den Kafir. Und dann die 5. Sache, derjenige, der eine große Sünde macht, kommt eines Tages, also irgendwann mal, wenn die Strafe abgelaufen ist, der kommt auf jeden Fall am Ende ins Paradies. Das ist die Aqida von Ahlus-Sunnah Jama'ah bezüglich die Leute, die große Sünde machen. Die oben genannten Punkte betreffen. Dann machen wir Pause für das Gebet. Inshallah, und dann machen wir weiter. Inshallah, heute habt ihr den Sabbat-Tag, Marathon des Sabbat. Inshallah, damit wir die Fitna-Konzepte auch.